Also sogar Double Time, nicht schlecht. Finde ich cool. Also nicht quasi, er sagt, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, man sollte die Leute nicht pauschalisieren, egal was sie irgendwie von der Vergangenheit oder so hatten. Also finde ich gut, wirklich. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Jay und heute reagieren wir mal wieder auf etwas Spezielleres. Ich wurde gebeten, auf einen Track zu reagieren, der von zwei Kollegen aus meiner Heimatstadt gemacht wurde. Von zwei jüngeren Leuten, würde ich mal sagen. Also jünger als ich, ein bisschen. Und wie gesagt, ich kann ja mal ich kann mal das Kommentar einblenden. Nebenbei, ich wurde wie gesagt gebeten, darauf zu reagieren. Ich finde es mega interessant, weil es wieder was aus Weißenfels ist. Ich habe ja schon mal auf TKU reagiert, der einen ziemlich Bombentrack abgeliefert hat. Und jetzt ziehen die beiden hier nach mit etwas aus Weißenfels und das finde ich ziemlich cool, sehr, sehr interessant. Ich weiß absolut nicht, was es ist oder was es wird. Es ist ein Track, der heißt Wie geht's dir? Von Rapid Monkey und Kepper. Ich bin wirklich gespannt, was es ist. Ich würde nicht lange schnacken. Wir gehen rein und ich wünsche euch viel Spaß bei meiner Reaktion. Schon ein bisschen nachdenklicher Beat. Gefällt mir auch die Mello. Finde ich gut. Sind natürlich gleich wieder Locations, die man kennt. Ach, das finde ich immer schön. Warte, hier muss ich glaube ich mal lauter machen, weil sonst wird es schwierig zu verstehen. Das abgeschaltete Gefühl ist kein beklärtes falsch. Die Sonne spiegelt sich in meinem Traum im Wasserfall. Die Stimme schallt in meinem Kopf, wie kann ich nur existieren? Diese Gedanken würde ich viel zu gerne wegradieren. Wenn ich schreit, dann schallt es laut aus der Welt hinaus. Doch es kann mich keiner hören, weil man heute Status braucht. Mit Insta, TikTok und was man sonst so schaut. Wir haben Menschen wegen sowas ihrer selbst beraubt. Was ich gleich merke, Mikrofon ist ein bisschen, muss man gut zuhören, dass man es versteht. Ist jetzt nicht das Hochwertigste, aber es ist ja vollkommen okay. Der Text ist echt gut. Also von dem, was ich rauslese, finde ich, den Text finde ich wirklich gut. Und auch von der, wie gesagt, das ist eine Privatproduktion, könnte man sagen. Deswegen muss man von der Bewertung natürlich ein bisschen aufpassen, aber mir gefällt es. Also der Text scheint so ein bisschen eine ernste Thematik zu haben, finde ich cool. Jeder in seine Höhle, man bekommt Klaustrophobie. Scheiß Gesellschaft und das ändert sich nie. Wenn man rappt, dann rappt man drogenaffin. Aber will die Gewalt der Message verteilen, sie rappen von Gangfights und Lean. Also sogar Double Time, nicht schlecht. Viele sind stark, sie halten's aus und schaffen's auch. Doch manche Leute sind geschwächt von ihrer Kindheit auf. Hört zu, was sie mal zu sagen haben, statt zuzusehen, bevor sie in einem Sarg verharren. Meister sein. Finde ich cool. Also nicht quasi, er sagt, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, man sollte die Leute nicht pauschalisieren, egal was sie irgendwie von der Vergangenheit oder so hatten. Also finde ich gut, Tag, wirklich. Tag, auch alleine im Schlaf, es ist keiner, der sagt, ich mag dich oder der fragt, wie geht's dir? Ja, ich möchte meinen Tag. Das war cool. Er traut sich was auf jeden Fall, ne? Von der Rap-Abwechslung, das war ja gerade wie so eine kleine Hook. Hat das Ganze aufgefresht, fand ich cool. Ich versuche alles alleine. Ich will mich frei fühlen wie eine Astralweltreise. Viel zu viele Schatten, keine Fluchtmöglichkeiten. Keine Chance, meine Persönlichkeit oder Frust zu entfalten. Nicht nur ich, auch andere sind betroffen von dem. Keine Zeit, sie zu finden, nur mir die Chancen zu nehmen. Man sollte darüber reden. Start, alles zu Jenner. Sturheit ist geprägt vom Leben, doch man kann es nicht ändern. Grausame Welt heißt der Ort, in dem wir leben. Glaube an dich selbst, reiß dich fort. Ich geb dir Segen. Glaube es das, was uns hält in dieser Hölle. Ob nur dich selbst oder Gottes Stimme. Jeder in seine Hölle, aber bekommt Klaustrophobie. Scheiß Gesellschaft und das ändert sich nie. Wenn man rappt, dann rappt man drogenaffin. Aber wenige wollen leider der Message verteilen. Sie rappen von Gangfights und Lean. Viele sind stark. Bin ich jetzt. Ach, jetzt habe ich das vertauscht. Das ist die Hook. Ich finde den Text wirklich gut. Finde ich wirklich toll. Finde ich cool. Sie halten's aus und schaffen's auch. Doch manche Leute sind geschwächt von ihrer Kindheit auf. Hört zu, was sie mal zu sagen haben. Das tut sie sehen, bevor sie in einem Sack verharren. Jeder meistert seinen Tag, auch alleine im Schlaf. Es ist keiner, der sagt, ich mag dich oder der fragt, wie geht's dir? Hier auch kreativ, ne? Mit dem, das in meinem Handy eingeblendet war, so. Finde ich cool. Jo, das war's. War ein kurzer Track.
was sage ich am besten? Also ich fand es wirklich gut. Es war ja eine Privatproduktion, es war jetzt kein riesiges Budget dahinter, es waren auch zwei jüngere Leute. Aber von daher finde ich das wirklich, also wenn die weitermachen, vielleicht beim nächsten Mal besseres Mikro, dass man es auch einfach ein bisschen akustischer, ein bisschen besser versteht, weil der Text ist doch gut. Wäre schade, wenn man das so ein bisschen versteckt durch ein schlechtes Mikrofon, finde ich, ist jetzt meine Meinung. Aber für den ersten Track, ich weiß nicht, ob das jetzt der erste Track war, fand ich es wirklich cool. Es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Es hat mich unterhalten. Die Melodie war cool. Der Text war überraschend tiefsinnig, sagt man das so? Tiefgründig. Ist schon spät, ich bin ein bisschen durcheinander. Ich fand es wirklich toll. Ich werde den Track unten einblenden, also klickt mal drauf, unterstützt die Leute. Ansonsten freue ich mich auf den nächsten Track mit vielleicht etwas besserer Technik und noch besser. Aber wie gesagt, was will ich sagen? Also fürs erste Mal war es wirklich sehr gut. Mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Und wenn euch meine Reaktion gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Kommentar da lassen, ein Abo da lassen. Schaut wie gesagt auch bei dem Kollegen auf den Track vorbei. Und bis später, euer Jay. Ciao.